Freunde der Sonne, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Es ging jetzt relativ schnell weiter. Na ja, gut, 20 Minuten geht eigentlich. Wie gesagt, Knife Round zwischen Envias und Question Mark. Sound will nicht. Da ist er. Jetzt geht es natürlich erstmal auf Overpass darum, wer wo anfangen darf. Overpass, die Map war von Question Mark, die haben sich dafür entschieden. Als zweite Map wird es dann Cash geben von Envias und falls es soweit kommen sollte, dann noch den Decider DE Train. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt alles in allem wahrscheinlich Envias trotzdem ein bisschen vorne sehe. Also wenn überhaupt, dann geht wahrscheinlich die erste Map jetzt noch schief. Overpass, da habe ich sie. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt schon mal auf Overpass hat spielen sehen insgesamt, obwohl wir die echt oft sehen. Aber bisher glaube ich wirklich noch nicht. Die vermeiden sie normalerweise immer. Diesmal haben sie sich dafür entschieden, das 2 lieber raus zu bannen. Schauen wir mal, wie es läuft. Neues Zumindest. Jahr, neues Glück. Ja, so ist es wohl. Ich muss mal ganz kurz schauen, weil da oben ist nämlich der, genau. Der Best of Three Stand ist natürlich nicht richtig. Ja, wir haben noch keine Map gespielt. Oh, oder? Wow, jetzt habe ich komplett verrückt gemacht. Mucks are ruined. Ja, aber zu der ganzen Map-Wahlschose. G2 hat genau das gleiche gemacht im Endeffekt. Die spielen nie Cobble. Ja. Und gegen Alternate haben sie heute auch Cobble durchgelassen. Ja. Also scheint wohl wirklich so zu sein, dass die Teams entweder noch ein bisschen verrückt sind von Silvester oder einfach oder einfach auch ein bisschen noch die zusätzlichen Stunden, die sie jetzt mal keine Turniere hatten, genutzt haben, um die Maps, wo sie jetzt nicht so gut waren, ja, oder nicht so bekannt waren dafür, dass sie gut waren, nochmal so ein bisschen aufzupolieren. So, jetzt gab es gerade ein Problem mit den Terroristen. Mit den Terroristen, sag ich schon, mit den Coaches. Wow. Muxer Tilt. Ich brauche unbedingt irgendwelche Emoticons. So, schöner erster Headshot von Abby. Ja, wenigstens ist er noch im Spiel. Ist ja schon mal nicht schlecht, den ersten Headshot sofort gesetzt. Jetzt ist er ein bisschen eingekreist worden, auch wenn es nur sein Teammate war. Er hat trotzdem mal drauf geschossen. Okay, der SC-Mann schon macht einen sauberen Job. Happy hilft ihm aus. Also, da hat man mit dem B-Go gerechnet. Ich weiß, sie sind da irgendwie schon einfach zu 5 da gestanden. Tja, und Cajun B ist jetzt komplett alleine und verlassen. Und das wird wohl die erste Runde für Envias geben. So ist es auch. Kyoshima kommt nochmal sauber von der Seite, gibt den Headshot. Schönes Profil übrigens. Ja, und auch einfach eine schöne Rotation jetzt gewesen bei Envias. So ist es. Minus Englisch plus Deutsch. Und abgesehen davon eben wichtige Kills von Happy und auch von Kenny. So ist es. So, und jetzt Kyoshima natürlich der eingeschworene NKJ-Zuschauer, der weiß, man muss ab und zu einfach die XM1014 spielen. Genau das macht Kyoshima hier auch. Schauen wir mal, ob er da sofort offensiv unterwegs ist. Ja, das war nicht so erfolgreich. Tja. Das ging mal ordentlich in die Hose. Glücklicherweise war er eh schon im Kanal, also zumindest ja, musste er nicht aufräumen danach. Dupree hat die sich jetzt geholt, aber die bringt den Tee ist halt auch nicht wirklich was. Wie willst du eine Shotgun jetzt auf Overpass benutzen als Tee? Das wird wahrscheinlich echt ein bisschen schwierig, wenn ihnen Envias jetzt nicht irgendwo reinpusht, aber da soll jetzt natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Mal sehen, ob die Frage ist jetzt natürlich auch für mich oder für uns alle, denke ich. Einerseits Question Mark vielleicht ein bisschen ausgelaugt. Ja, andererseits Envy vielleicht ein bisschen abgekühlt. Ja. Oder beides. Ja. Und wir sehen wieder so einen Schlagabtausch. Hoffentlich. Kappa. Ja, oder sind beide richtig heiß. Und wir können hier ein richtig gutes Spiel sehen. Und zumindest Question Mark hat hier einiges vor. Also die wollen nicht einfach so Envy erst davonkommen lassen. Jetzt geht es schon wieder so los mit diesem Hin und Her. NBK und Tappy versuchen natürlich ihr Möglichstes, um da jetzt nochmal irgendwas dagegen zu tun. Ja, und der MBK zerlegt es auch sofort. Jetzt kommt Happy hier ins Spiel Nummer 2. Aber dann ist Schluss. Hat alles versucht mit der Tech9 fleißig durchgetackert. Aber das Problem, und was ich auch gar nicht so hundertprozentig verstanden habe, warum Kenny S da so weit vorne stand einfach. Also, ja, gut, die Smoke-Ding, die war natürlich Absicht, damit wollten sie ein bisschen von ihm ablenken. Aber das Problem ist, er hat da vorne halt einfach überhaupt keinen Escape. Und wenn halt genau das passiert, dass er von da oben gefaced wird und zwei Leute dann da plötzlich noch rausziehen, dann ist er halt chancenlos. Dann ist er einfach tot. Und es war halt überhaupt nicht nötig, weil er steht halt da vorne komplett alleine, er geht halt dann auch noch down, damit ist die Situation noch schlimmer. Und das war, ich meine, es ist ja okay, wenn du in der Unterzahl bist, ein bisschen offensiver zu gehen, völlig nachvollziehbar, musst du auch irgendwo. Aber das war halt echt so ein bisschen zu viel des Guten einfach und dementsprechend geht die Runde dann auch schief. Vor allem in der Runde, wo du eigentlich am Drücker bist, ja, und du eigentlich nur warten musst, ja, lass sie mal kommen, lass mal schauen, wo sie herkommen und so, ja, meine Popflash ins Klo reinschmeißen oder so, oder ans Klo, damit sie auch wirklich jemanden blendet, weil wenn sie ins Klo geht, dann ist natürlich irgendwie auch nicht gut. Ja. Aber
im Grunde genommen halt einfach so ein bisschen erfühlen, wo sie langkommen und dann halt so einen Move spielen vielleicht. Aber das war echt so ein bisschen... Ja, vielleicht so echt ein bisschen kalt noch. Das nicht unbedingt nachgedacht. Im Kopf, der kann ich. Ja. Jetzt hatte gerade eben Question Mark vielleicht einen kleinen Flashback, weil Happy Note mit seiner Deagle stand. Dieses Mal aber nicht. Dieses Mal kam die Team Solo Rekt nicht zum Einsatz. Ist echt aber ist der beste Name einer Deagle auf der ganzen Welt. Schauen wir mal, da gehen sie nochmal auf die Exit Frags. Es macht, also sie müssen sie, die Gegner sich unbedingt rausnehmen, ob die beiden Waffen da jetzt nächste Runde noch dabei sind oder nicht. Macht jetzt keinen allzu großen Unterschied, aber sie trotzdem spielt dann auch schön sauber mit der Flash. Jawohl, und der Headshot sitzt auch sofort. Und dann ist es nur noch Kenny S. Mit seiner Deagle. Mit der Deagle Blaze. Was sich jetzt Valve noch überlegen könnte, wäre, dass man Armor aufnehmen kann. Dass Armor auch gedroppt wird. Weil physikalisch macht es Sinn. Fun Fact, das ging tatsächlich eine Zeit lang. Wenn du selber einen Kevlar hattest und einer nah genug an dir dran stand und du dann nochmal einen Kevlar gekauft hast, konntest du wirklich eins droppen. Wurde allerdings gefixt. What? Da gab es zeitweise mal einen Bug, ja. Nee, das war schon geplant. Die wollten nur wissen, wie es ankommt. Wie es ankommt, ja. Und dann kam Reddit. Und dann wieder RIP. Ja. Die machen jetzt hundertprozentig Handschuh-Skins, nur weil Reddit die vorgeschlagen hat. Die werden kommen. Es hat auch jeder schon welche released. Also jedes Team hat die getweetet. Die müssen es eigentlich nur noch übernehmen, mehr oder weniger. Ja. Ich prophezeie. Noch weniger Arbeit. Oder sie waren... Jetzt schauen wir mal, was hier abgeht, weil wir haben 5 Mann an B und die T's kommen mit 4 Mann von Monster. Yes. Oh, da war sogar noch einer dabei, jetzt hat er einen erwischt. Und genau deswegen fährt man nicht einfach auf einen der beiden Spots, ohne sich vorher mal ein bisschen ranzutasten, denn genau dann kannst du eben in so einen Stack reinlaufen und bei Envias mit ihren Pistols, das wissen wir genau, geht sowas ganz, ganz schnell mal schief. Tja, und KDS macht da weiter, wo er gegen Dignitas aufgehört hat, 5-1 jetzt Spiel. Er hatte ja gegen Dignitas auf Train 15-0. Er hatte insgesamt, ist er glaube ich unter 10 Mal gestorben einfach in dem Match. Der hat die komplett zerlegt. Boah. Dieses Mal ist er wenigstens einmal gestorben. Jetzt schauen wir mal, die AWP ist am Start, jawohl, und das geht schon mal deutlich schlechter los. Ja, ist jetzt auch wichtig für Question Mark, dass sie jetzt wieder ins Spiel reinkommen, weil sonst könnte ich persönlich als Spieler vielleicht meine Motivation zu verlieren, nach einem 4-Stunden-Spiel dann nochmal durchzuhalten und nochmal zu sagen, Comeback, nee, eigentlich will ich ins Bett. Ja, irgendwann ist halt mal gut auch damit Counter-Strike, vor allem wenn ein Spiel 5 Stunden dauert. Ja, also sie haben jetzt den Mann... Vorteil. Genau, Vorteil ist das deutsche Wort dafür. Und Kio alleine an B. Aber ist Happy jetzt oben im Heaven oder ist er auf A? Oh, der ist der auf A. Der ist auf A, ja. Dieser Schopenhauer. Ja. Kio mit dem richtigen Move, aber wurde gesehen von Cajun. Also alles gut gedeckt von Question Mark. Envy wird hier nicht richtig ins Spiel kommen. Also nach der Eco dachte ich schon, okay. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Aber es geht wieder hin und her. Ja, und ironischerweise ist Zippix in der Mitte mit einem Kill. Gefolgt von Dupree mit 3. Da sieht man mal, wie unwichtig Frags eigentlich sind. Gell? Es geht ums Blenden. Ja. Es geht nur ums Blenden. Wir haben es aber für Fladen in ganz frühen Nip-Zeiten auch einmal gesehen. Der war wirklich immer mit den wenigsten Kills. Trotzdem ganz oben. Es war ihm komplett egal. Mhm. Ja, Bombplans halt. Ja, ganz klar. Und Assists mittlerweile ja auch. Ja. So ist es. Darf man nicht vergessen. Assists sind ultra wichtig. Aber nochmal auf diese Eco zurückzukommen, konnte ich irgendwie vorher nicht sagen. Weiß auch nicht warum. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass Envy sich zuerst nicht vorgetastet hat. Und Kenny dann da halt so komisch rumgestanden war. Ja. Und dann macht Question Mark in der folgenden Runde genau den gleichen Fehler und rennt auch so rein. Also es ist echt schon spät und man spürt es an den Spielern. Jetzt schauen wir mal, Envy mit 2 Avis, aber Apex nur mit der 5-7 und die Fuse Kid nur bei NBK. Auch wieder interessant auf jeden Fall. Happy Face da so vor. Also er hat zumindest den Vorteil, dass auf der anderen Seite keine AWP aufgestellt ist im Moment. Ob er noch weiter rumzieht. Ich fürchte momentan erstmal nicht. Ich denke mal gerade, weil er eventuell vermutet, dass da noch eine AWP steht. Ja, der will jetzt auch nicht in dieser Runde nicht unbedingt der First Track sein. Ja. Und da will irgendwie auch keiner der First Track sein. Also weder die TS noch die CTs bewegen sich wirklich.
jetzt Envias denkt, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen später in der Runde. Lass mal zurückfallen. Uns gegenseitig ein bisschen mehr decken. Ich glaube auch, dass Question Mark da wirklich super, super vorsichtig ist wegen Kenny S. einfach, weil sie haben ihn vorher spielen sehen und das war echt aber wieder eine starke Performance von ihm. Und sie werden da wirklich auch schon sich da gut vorsmogen, dass Kenny S. so gut wie es geht aus dem Spiel genommen wird. Da sehen wir es auch schon. Offensiv haben sich da noch zwei Spieler aufgestellt von NBKs. NBK steht da auch noch gerade eine mit dem zweiten, ebenfalls sehr, sehr schön von dem dritten auch noch. NBK hört da überhaupt nicht mehr auf und das war natürlich ultra stark und macht die ganze Runde ziemlich machbar für seine Mates. Aber KGB und DP haben da schon wieder zwei erwischt. Jetzt also wieder die ausgeglichene Situation. Ja, Bombe geht runter und ja, jetzt müssen sie irgendwie so das Crossfire aufrechterhalten, während sie vorpushen. Und Happy pickt hier KGB Dupree mit dem Refrag. 1 gegen 1. Dupree ist recht weit weg. Happy weiß es gar nicht. Er holt ihn raus. Ja. Krass von Happy. Nochmal. Da auch die Ruhe zu haben, ja. nicht irgendwie rumzuspringen, die Pistole zu zücken oder sonst irgendwie sowas zu machen, sondern einfach nur. Ja, ich bleib jetzt mal hier. Ja, lass den anderen den Fehler machen. Mach ihn nicht selber. Das fand ich auch. Also, ich denke mal, dass Dupree wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass Happy noch ein Defuse-Kit hat. Denn sonst hätte er sich da nicht sofort so gezeigt. Vielleicht wollte er sogar nur die Steps machen, einfach um Happy vom Diffusen abzuhalten, aber der hat sich halt im richtigen Winkel aufgestellt, um ihn trotzdem einfach zu sehen. Also echt gut und echt ein guter Schlagabtausch jetzt. Ja, definitiv. Es geht wieder hin und her. So wie gegen Titan vorhin schon. Envias muss jetzt natürlich aufpassen, dass sie nicht in den Money-Strudel reinkommen. Das wäre jetzt absolut fatal. Und ja, wir sind übrigens auf dem 40 Sekunden Bombentimer. Für alle, die sich wundern. Die neuen Settings. Wir nehmen einfach die alten Settings und schieben sie weiter. Ja, Question Mark spielt jetzt den gleichen Aufbau wie vorhin schon. Dachten sich ja, naja, wenn die Runde in 1 gegen 1 mündet, warum sollten wir es nicht nochmal spielen? Oder zumindest nicht nochmal ähnlich spielen. Ja. Devi ist derjenige, der vorpusht auf Allang. Und die T's sind jetzt nicht ganz so fokussiert auf A. Also die haben jetzt schon noch recht viel Map Control. Müssen sich jetzt langsam mal zusammenrotten. Interessant auch, dass Happy jetzt sogar die AWP übernommen hat. Und die nicht an Kenny S weitergegeben wurde. Anscheinend hält man die da auf B für wichtiger. Was eigentlich auch Sinn macht, weil wenn man natürlich jetzt so ein bisschen merkt, okay, man wird wohl oder übel diesen Smoko ein, zweimal sehen, da ist halt Kenny S dann mehr oder weniger aus dem Spiel genommen, wenn diese beiden Smokes da vor ihm liegen. Da kann er nichts mehr machen mit der AWP. Da ist wahrscheinlich mit der Farmers deutlich brauchbarer. Jetzt wird der erste Spieler vorne schon rausgenommen. Kenny S, da haben wir direkt mit der Farmers in Aktion. Keine Chance. Tja, und Happy, der sieht nichts. Der ist erstmal sauber abgeraucht. Das habe ich gleich auch noch gesagt. Das ist aber eine gute Pfanne eigentlich. Gut abgeraucht. Wie so ein PC, weißt du? Der kann nichts machen. Ein PC ist abgeraucht. BK ist jetzt auch recht verzweifelt. Also, wenn jetzt nicht in den nächsten 5 Sekunden noch irgendwie plötzlich 2-3 Kills passieren, dann wird Envias auch saven gehen. Und ja, natürlich. Oder so. Hab ich gemeint, dass die Frags für sie fallen und nicht gegen sie. Ich weiß nicht, also da hätten sie sich vielleicht auch einfach direkt zurückziehen sollen, weil die Situation halt auch zu gewinnen ist super unwahrscheinlich, gerade wenn die beiden Smokes da liegen, da kannst du halt überhaupt nichts mehr machen eigentlich. Ja, und 5 Leute haben ja, 2 Sachen zu decken. Ja. Da wären sie ja echt richtig. Also das ist wichtig. Ich musste mich wirklich auch räuspern, schon seit relativ langer Zeit. Tja, und so muss Envias wieder in die Eco und es wäre normalerweise eine Doppel-Eco, deswegen versuchen sie es hier mit dem Force-Bite zu überbrücken. Was natürlich bei ihnen immer gefährlich ist, gar keine Frage. Apex ist auch schon auf der Suche. Dass die auch alle eine Tiggle Blaze haben. KDS? Apex? Nee, die wechseln den Skin dann immer. Heute spielst du mal die Tiggle Blaze. Nee, aber sie haben ihn auch gleichzeitig. Ist ja egal. Es geht hier um die Kills, die man mit der Deagle nimmt, nicht um den Skill. Um den Skin geht's. Wir haben vorhin schon über das Sprachzentrum geredet, gell? Ja, RIP alles. RIP alles. Die machen jetzt einfach so Tilt. Das ist Verwirrungstaktik von Red Hot. Die haben das vorher alles so durchgegangen. Sind das vorher alles durchgegangen mit den Teams? Da sind die echt abgeraucht, Mann. Da kennen sie nix. Nee, jetzt lass mal ernst bleiben hier.
ist eine Family Show. Oh, Happy! Das war nochmal ganz knapp. Also, ich habe ihn da jetzt schon total, ja, genau, total missen sehen. Ich frage mich gerade so ein bisschen, warum der nicht, also warum der Gegner nicht wirklich auf ihn reagiert hat, weil Zeit wäre eigentlich gewesen. Ach, sauber reingerannt. Naja, vielleicht wurde er durch die Tags auch beim Drehen geslowt. Ich hab keinen Bock mehr. Ist egal, ich sterb jetzt einfach. Sentinel. Ja, das ist jetzt eigentlich auch unnötig gewesen für Questionmark, meiner Meinung nach. Das ist nur so ein, weiß schon, ja, so. Seht her, wir können die extra Tracks noch ziehen. Ja, genau. Wir sind besser wie ihr. Wir handeln euch jetzt und machen euch kaputt. Weil so viel Geld ist da bei ihnen wirklich nicht da. Sieht man jetzt auch, Sapp ist gerade auch gestorben, muss halt jetzt super viel nachkaufen. Eben. Also das ist das, was ich gemeint habe mit, ich wäre da eher konservativ. Da würde ich sagen, Jungs, mein Gott, dann haben die halt nächste Runde wieder eine 5-7. Die würden die sich eh kaufen. So ist es. Wen juckt's? Also, naja. Ist ja auch wurscht. Ich denke, die Dänen haben sich da jetzt auch überlegt, mal, wir haben in der nächsten Runde, müssen wir eh nur gegen Pistis ran. Also, wenn wir jetzt zwei Waffen verlieren, ja, dann wird das auch nicht so ein großes Problem, weil wir haben ja dann nochmal die Easy-Runde vor uns, wo wir wahrscheinlich welche saven. Aber das schaut richtig gut aus für Envy. Interessant, dass Questionmark dann nochmal in den Stack reinläuft. Das zweite Mal, dass die AP jetzt schon fast zerlegt worden wären. Diesmal überleben zwei Spieler mit 25 und 33 AP, aber hätte Happy da ein bisschen früher rumgezogen, hätte er wohl den Kill bekommen. Aber hätte bringt natürlich nichts. Tja, diesmal gibt's die AWP. Bei Kenny S erneut. Aber ohne Kevlar und alles, also ihr müsst aber wirklich schauen, dass es am besten schnell funktioniert. Ja gut, das kann er sowieso mit der AWP. Ja, aber da habe ich mich vorhin gewundert, warum sie dann nicht einfach Kenny auf A, auf B stellen, ja, mit der Awe und Happy schnell auf A spielen. Ja. Dass sie dann Kenny mit der Farmers auf A lassen. Egal. Die Runde ist jetzt hier richtig wichtig für Envy. Die wollen wieder zurück ins Spiel, aber Question Mark überfährt die jetzt einfach auf B. Also wenn der Stack nicht da ist, der Eco-Stack ist wirklich der gefährlichere. Ja. Verglichen mit drei Waffen. Also es ist echt krass, wie schlecht mein Deutsch ist. Sorry, dass ich da manchmal ein bisschen kramen muss, dass ich die richtigen Worte habe. Das läuft so. Ja, das Problem ist halt einfach, dass da bei Envy einfach viel zu wenig gegenkommt bei diesem B-Push. Wir haben es ja gesehen, da faced einer halt ein bisschen rein und es war sowieso nicht mehr abgesmoked. Garrigan contactet einfach hin und kriegt den Kill halt sofort. Da kommt zwar nochmal ein Refrag, aber dann kann halt Questionmark das einfach über die Masse ausspielen. Sie kommen halt dann zu 5 drauf und das ist halt dann einfach ein einziges runtergetrade. Oder zu viert, weil wir sehen ja gerade, einer ist noch am Backstab hier. Ja. Und dann, wenn halt keine Gegenflashes kommen oder keine Smokes oder Molotovs oder irgendwas, dann fahren die halt einfach drauf. Das ist ja eigentlich völlig nachvollziehbar auch. Und das sieht man häufig bei Teams eigentlich am B-Spot auf Overpass. Ein Team, was das auch ganz extrem ausnutzen kann, ist Liquid. Die fahren sowieso immer gerne auf dem B-Spot und verteilen da die Headshots jetzt dann auch mit Simple, zum Glück. Aber ja, das ist halt echt gerade ein kleines Problem für NWS so. Naja, wie countert man das dann? Also, Flashes, was würdest du machen? Flashes, Smokes, einfach mehr gegenspielen, mehr Rushblock. Weil das war halt jetzt gleich so. Carrigan ist wirklich ab, der konnte einfach vorschleichen. Vorschleichen, Frag setzen und der Spot ist halt offen. Entweder sie stellen dann selber eine AWP hin, zum Beispiel bei KDS, der jetzt gerade eben den Connector versucht hat zumindest aufzuräumen, aber Dupree sprayt sich da immer sauber durch, sprüht sich da sauber durch, würde ich fast sogar sagen. Also wie gesagt, fällt mir immer nur eine Sache ein. Ja, jetzt zwei. Jetzt wo du so ein bisschen anders dreckig lasst, fallen mir zwei Sachen ein, ja. Der Klassiker. Da müssten sie halt echt schauen. Also wie gesagt, entweder Kenny S halt abstellen, damit er einfach das AWP-Duell gewinnt. Das ist halt die eine Sache, einfach gegenpicken. Oder sie spielt es halt wirklich mit Smokes und so. Weil das ist halt eigentlich Standard, dass du halt den Smoke da unten ins Monster reinwirfst. Das macht halt jedes Team. Das macht auch jedes Pack-Team eigentlich, aber NVS anscheinend nicht im Moment. Aber gut, vielleicht urteile ich da noch ein bisschen zu früh. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass Questionmark eigentlich schon eine ganz ordentliche Rundenanzahl hat für die T-Seite auf Overpass. Ja, mit 7 kann man definitiv was machen. Wenn sie jetzt 8 machen, dann ist eigentlich alles, was sie wollen. 9 und 10 sind natürlich dann richtig schön den Gaming-Stuhl, den Hebel ziehen und sich zurücklehnen und dann, wer hat nochmal so gespielt, so relaxed? JDM ist das. Ja, der mit 1.6. Achso, das weiß ich nicht Tizian? Mehr. Tizian? Nee, nicht Tizian.
Einer von den Oldschoolern. Der hat auch immer so richtig, richtig relaxed gespielt. Asmo ist auch immer so einer, der immer so im Stuhl drin sitzt. Ja, genau. Und ich schön chillt einfach. 3 Meter Abstand zum Bildschirm. Sieht eigentlich gar nichts. Schießt auf Instinkt. Kriegt trotzdem alles nieder. Der richtige Gegner einfach nur. So, hat aber trotzdem nicht umgestellt bei NWS. Kiyoshima. Gut, jetzt haben wir wieder die Doppel-AWP, aber Happy hat sich da sehr defensiv aufgestellt. Also wenn Kerrigan es wirklich wieder versuchen würde, dann wäre er nicht sofort da. Dann wäre wieder Kiyoshima der Erste, der leiden dürfte. Ja. Das ist ein schöner Vergleich. JDM, richtiger Harley-Fahrer. Ja, genau. Das trifft's auf jeden Fall. Flying Colors. Ja, also Question Mark hat jetzt eigentlich auch... Ich mag das immer ganz gerne, das zu erwähnen, dass man als T-Seite auch mal Platz braucht. Also mal eine Runde einfach mal was zu versuchen, dann denken die CTs, dass du da wieder kommst oder oh, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen mehr aufpassen und dann spielst du was anderes und was Richtiges und dann hast du halt wieder eine Runde im Sack und kannst dann auch das Money resetten. Und Question Mark spielt jetzt halt einfach mal einen ganz normalen Default A, einen schönen Split. Apex musste auf Info gehen. Die wollen jetzt genau wissen, was passiert. Aber Sipix hat gedeckt. NBK geht auch raus. Und Question Mark. Ja, da fahren sie einfach drüber. Von allen Seiten. Eieiei, bisschen bitter für KDS gerade gewesen, dass er den First Flag noch nicht bekommen hat. Er ist genau in dem Moment aus dem Zoom raus, als die Gegner ihm quasi gerade reingelaufen sind. Die Gegenflash war auch gut gedacht, dass Apex sie mal reinpushen soll, weil man ungefähr weiß, dass die Gegner noch ein bisschen weiter hinterstehen, wenn sie die Smoke schmeißen. Problem war, Sipix, oder ich glaube Sipix war es, ja, wer auch immer, hat sie auf jeden Fall weit genug vorne hingestellt, dass er halt eben nicht blind ist und genau diesen Move halt verhindern kann. Also da rechnet sie aber auch mit allem wirklich. Und da siehst du einfach, dass Question Mark sich auf der Map halt wirklich gut eingespielt hat. Es kommt sowas auch noch dazu, dass Kiyoshima nicht hundertprozentig trifft. Tja, und Tappy muss mit seiner AWP irgendwie schauen, was geht, und es ist nicht allzu viel. Me good, but not best. Die hieß ja immer mal JW good but not best, deine AWP. Mittlerweile hat er es umgeändert. Ja. Hat er vielleicht mal von Fnatic einen Anruf bekommen. Kackboden. Sei nicht so BM. Wir haben schon 3 Majors. Ja, wie bei Stanley Cups und so in Amerika mit den Ringen, wenn sie die Turniere gewinnen. So. Wir haben 3 Ringe. Das wäre eigentlich was Gutes. Würde ich begrüßen. Wenn Valve uns Ringe gibt, statt Skins. Egal. Lass mal schauen, wie die Farmers hier so läuft für NG. Nicht so gut, zumindest jetzt noch nicht. Da dürfen sie es jetzt nicht vermasseln. Ha. Verstehst du? Wer was? Vermasseln. Wegen Farmers. Ach so, ja, stimmt. Cool, da war ich jetzt echt ein bisschen langsam. Und das ist halt schon wieder eine TQM-Show. Genau, keine einfach Chance. Drüber. Keine Chance. Wenn wir aufs Gitter gerade echt ein bisschen runter. Aber ich glaube auch, dass es einfach an Overpass liegt. Also, wie gesagt, normalerweise böllern die Web immer direkt raus. Das ist immer ihr Instant-Veto einfach. Ich meine, sie haben jetzt das 2 zuerst gewetet. Aber wenn sie wissen, dass doch Overpass bei ihnen so schlecht läuft, auf das 2 sind sie nicht so schlecht. Wieso probiert man nicht einfach das 2? Man sagt dann auf einer Map, wo wir. Also, sie haben sich jetzt anscheinend gesagt, okay, wir lassen Overpass einfach sein. Also, so wie es jetzt läuft, zumindest sieht es halt echt danach aus. Und probieren es dann halt auf Cash und Strain, wo man es relativ sicher fühlen. Aber ich meine, das 2 wäre doch eine Map, wo sie halt einfach deutlich mehr Chancen hätten an sich. Wo sie auch wissen, da sind wir normalerweise relativ gut und können zumindest mithalten, weil das ist halt jetzt gerade echt einfach eine Abfahrt. Und in Anführungsstrichen nicht so eine komplizierte Map wie Overpass. Ja. Also, das 2 spielt halt jeder schon seit Jahren, da weiß jeder genau, was geht und was nicht geht. Und dann hat man vielleicht noch so den ein oder anderen Special. Und ja, auf Overpass ist es natürlich ein bisschen verspickter hier. NBK mit dem First Frag. Das ist natürlich ein bisschen Druck von den Schultern von Envias rausgenommen. Vor allem jetzt, wo Kio nochmal einkriegt auf B. Und das war eben ein großes Problem von Envy, dass kein Bombspot funktioniert hat. Und jetzt kommen sie halt wieder rein. Also das darf nicht passieren. Auch sowas darf nicht passieren. Bitte versprayt. 25 Schuss, einfach nichts reingegangen. Ja, damit würde er nicht rechnen, der wird sich nochmal gut neu platziert. Das war echt schön ausgespielt und jetzt geht er solche Situationen auch noch schief, indem er eigentlich schon viel in der Hand hat. Gut, Apex vielleicht nochmal mit seinem kleinen Backstep. Boah, und Sipix kriegt ihn da sogar noch, wie auch immer der Frag sitzt und beide sind so low AP, 8 und 3. Beide müssten da eigentlich schon tot sein, aber sie sind noch nicht tot. Ja. Und Sipix kriegt auch den Kill, also jetzt läuft's halt auch, das kommt jetzt auch noch dazu, jetzt geht halt alles auf für Question Mark, dass die Frags da einfach sitzen, ist halt krass. Auch Sipix mit aus seiner Drehung raus nochmal trotzdem gegen Apex erfolgreich gewesen, die haben ja eigentlich auch schon einen Headshot gesetzt, aber halt nur durch die Wand.
Ja. Tja. Zuerst kein Glück und dann kam Pech dazu. So ist es. Und plötzlich steht's 11-3. Wahrscheinlich. Vielleicht 12-3. Also ich will es jetzt auch nicht verschreien, aber das schaut stark danach aus. Envy jetzt so verzweifelt. 4-Mann-Stack an B und Question Mark mit dem richtigen Call. Lass erstmal A anspielen und schauen, was da so los ist. Apex mit einem. Das ist leider nicht genug, auch wenn er in der Situation eigentlich fast nicht mehr machen kann. Ja. Aber Dupree mit dem schönen Trade. Und jetzt geht Question Mark eben wieder zurück. Wieder richtig guter Call. Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Und die Dänen schauen jetzt einfach mal, ob auf A, ob auf B noch was geht. Und wenn da jetzt gleich noch ein Frag fallen würde, wäre es natürlich ein Safe Call. Wenn Dupree andererseits auf A jetzt was sieht oder nicht sieht, könnten sie natürlich nochmal zu A. Also Zeit ist genug da. So ist es. Jetzt täuscht Dupree den A-Spot nochmal ein bisschen an, faked einfach rum. Das wäre natürlich jetzt nicht allzu erfolgsversprechend. Der will einfach nur Druck aufbauen, ein bisschen Präsenz zeigen, um eventuell nochmal einen Rotate da zu provozieren, aber das wird wahrscheinlich im Moment nicht funktionieren. Ich meine, Envy hat sie jetzt sowieso 2-2 aufgeteilt. Mehr können sie jetzt in dem Moment erstmal nicht wirklich machen. Und sie haben da absolut auf dem Schirm, was abgeht. Das Problem ist, dass sie anscheinend trotzdem nichts dagegen machen können. MBK zieht auch nochmal rum, aber auch hier wieder ohne Flash. Und dann ist halt meistens nicht mehr als dieser 1 gegen 1 Tausch drin. Jetzt ist natürlich klar, es ist der B-Spot. Happy ist schon da und auch KDS wird sofort nachkommen. Kein Defuse geht, ein bisschen Gas müssen sie also geben. Natürlich haben sie trotzdem 40 Sekunden Zeit. Jetzt erstmal die Flash war ziemlich schön eigentlich. Und dann ist Kerrigan dann noch der letzte verbleibende Spieler und der wird von Kenny jetzt rausgenommen. Also endlich funktioniert mal was, auch wenn es erst sehr, sehr spät ist, aber immerhin noch diese vierte Runde. Tja, aber alles in allem muss man einfach sagen, Question Mark absolut überlegen. Das ist gar keine Frage. Ja, wie immer sehr viel Augenmerk jetzt auf die Piste gerichtet. Wenn Envy die nicht gewinnt, naja, sie sind auf der T-Seite, also da hat man noch ein bisschen mehr Spielraum, ja, ja. Aber ja, dann steht es jetzt schon 12-4 und dann hat man wieder auf der CT-Seite auch genug Raum. Im Vergleich zur T-Seite braucht man auf der CT-Seite halt den Raum eher, um mal zu saven. Wenn es eigentlich nicht an der Zeit wäre zu saven, dann kann man mal sagen, na, lass mal doch Doppel-AW spielen nächste Runde und nochmal einmal mit den Pistons reingehen. Also, ja, den Platz haben sie eh schon. Ist jetzt seine Envy, da was zu ändern. Stark von Dupree gespielt. Der wartet jetzt einfach nur ab, kann natürlich alles ansagen. Die wissen genau, was los ist. Jetzt muss er noch den wieder irgendwie ein bisschen treffen, wenigstens. Die Dupree wird sowieso jede Sekunde von hinten kommen. Und da geht schon sauber ab. Okay, hoppala, das war die falsche Taste. Einmal kurz X-Ray ausgeschaltet. Das geht nicht, ja. Nee, das war doch Absicht, damit man auch sieht, wie schwer er zu sehen war eigentlich. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass Dupree irgendwie so ein bisschen seinen Moment verpasst hat, mehr oder weniger, während seine Spot-Kollegen umgeräumt wurden. Zum Glück lag diese Smoke hinten noch lange, denn dadurch wurde halt Dupree komplett die Sicht genommen und jetzt ist halt eher der letzte verbleibende Spieler. Aber das war natürlich auch beabsichtigt von Team Question Mark, denn so hat Cypex jetzt seine 1337 Stats. Darauf haben sie hingespielt, ja, das ganze war Spiel. Ja, das war der Masterplan. Aber da sieht man mal, was Dupree hätte machen können, hätten sie ihn gelassen. Also echt einfach. Er war erstaunlich in. Also das Wort ist ja immer sehr, sehr kritisch zu benutzen, aber wie nicht gut er war, ich habe das Wort jetzt schön umgangen, auf der letzten Map gegen Titan, ja. Da war er. Ja. Auf 7 Frags oder so. Ja. Sowas. Und jetzt hat on fire einfach. Richtig krass. Schön auch, dass Cypex mit 7 Frags weniger, was mir jetzt gerade erst auffällt, noch über die Play steht. Und sagen wir noch 2 Punkte mehr hat. Tja, alles klar. Ja, Plans halt. Ja, der hat sich da einiges rausgeholt. Eieiei. Da würde Matchmaking einfach gekickt werden. Ja, da kenne ich nichts. Nee, RWS bei Zipix ganz, ganz schlimm. Ja, da wird. Da kenn ich nix. Jetzt schauen wir erstmal. Question Mark auf jeden Fall keine Forceball gespielt. Wozu auch? Ja, sie haben jetzt immer noch einen kleinen Rundenabstand. Es ist dann, denke ich mal, besser für sie einfach in der ersten richtigen Kaufrunde halt schön mit Equipment zu spielen. Das kannst du natürlich dadurch herbeiführen, dass du halt einfach diesen Forceball nicht spielst. Dadurch hast du halt ein paar mehr Granaten. Können sie jetzt auch die ein oder andere Deal leisten. Wie gesagt, immer noch billiger als Kevlar dazu zu kaufen. Dann spielen sich da langsam aber sicher wieder nach vorne. Envy schiebt sich da ganz schön durch.
Das ist ja genau das, was wir geredet haben, dass die CTs jetzt die Zeit haben, auch mal zu saven. Genau. Ja. Oder jetzt mal keine Flashes zu kaufen oder kein Armor oben drauf zu setzen. Einfach ganz ruhig das runterspielen lassen. Hier mal ein Frag, da mal ein Frag. Und genau das ist, was ich gemeint habe damit. Cajun, er sitzt schon auf B und Envy, wieder eine Runde, die sie so krass unter Kontrolle hatten. Und dann einfach sagen, ja, wir haben den Hund an der Leine, aber eigentlich ist es viel spaßiger, wenn der frei rumläuft. Und NBK glücklicherweise jetzt mit dem Kill gegen Cajun. Zwei Deagles aber noch für Question Mark. Boah, Kerrigan! Und da dreht ja wieder so eine Runde, das kann doch gar nicht sein. Kenny ist der letzte verbleibende Spieler gegen Kerrigan und der nimmt ihn auch noch raus. Wie? Wieso? Facen ihm da beide. Es ist unglaublich, diese Deagle. Why, ja. Um es jetzt mal mit Maxims Worten auszudrücken. Einfach nur why. Krass von Kerrigan einfach. Also, kann man auch nicht wirklich, also, ja, sie haben ihn gefaced. Aber, ja, das Ding ist halt, sie müssen halt irgendwie auch reingucken. Das ist halt... Ja. Weil sonst steht er dann vor ihm und schießt ihn ins Gesicht. Also, das wäre dann auch nicht wirklich anders gewesen. Aber es ist halt bitter für Envious. Also, da waren sie dann mal so nah dran, Kontrolle zu übernehmen oder was man vielleicht Kontrolle nennen könnte. Und dann kommt Question Mark einfach angebraust. Oder Kerrigan stoppt kurz, nimmt alle mit. Die Weiß hat, jetzt hab ich schon die Weiß gesagt, um Gottes Willen. Devi hat aber nicht gelitten, auf jeden Fall. Trotzdem sitzt der Frag aber und auch Cypix war offensiv. Also, 2 Kills gesetzt, 5 gegen 3 Situation. Sollte eigentlich kein größeres Problem mehr sein. Sagte er und Question Mark wurde plötzlich zu Titan. Naja, Kiyo hat eine Deagle. Also, da ist ja, und alles Apex drin. Auch. Also, lass mal noch warten mit unseren Statements. Die Bombe liegt auf jeden Fall interessant. Relativ weit hinten. Das ist so, habe ich es wahrscheinlich nochmal rotieren. Anders kann ich es mir momentan nicht wirklich erklären. Ich habe sie sowieso so weit aufgeteilt. Dann muss er irgendwie auch komisch rotieren. Ja, in dem ja, Sinn. Also, da hätte er nochmal irgendwie durch Connector durchgemusst ja, und. Ja. Naja, 50 Sekunden wäre auf jeden Fall oder ist jetzt auch immer noch genug Zeit, aber man sieht's schon, Kenny hat ein Haar in der Maus oder vielleicht auch im Auge, man weiß es nicht, Dupree auf jeden Fall nie, der spielt immer noch seine Headers, Kerrigan auch, Question Mark, 13-5. Ja, das läuft, für die Dänen. Gerade Kiyoshima und Apex haben noch nicht so ganz reingefunden. Beide mit jeweils nur 5 Frags. Tja. Und einer von beiden müsste normalerweise, also funktioniert normalerweise ja auch. Das ist halt immer das Ding, wenn einer rausfällt, ist es nicht so schlimm. Beide zu kompensieren ist natürlich schon hart. Ja, und dann ist Kenny auch nicht so krass gerade unterwegs. Also das Geld lässt sie auch nicht wirklich so viel machen. Also, hatte Kenny auf der T-Seite überhaupt schon eine Ave? Ich glaube nicht, nee. Also, Question Mark auch noch nicht. Sind auch erst 4 Runden drin, also wäre jetzt auch irgendwie komisch gewesen, aber trotzdem, die Ideen lassen da jetzt nicht mehr locker. Ich glaube, die haben jetzt einfach Bock bekommen. Nachdem sie gegen Titan so viele Serverprobleme und andere Problemchen hatten, das fließt jetzt hier richtig schön und da wird ein bisschen gesprüht. Da werden die gerade richtig schön niedergesprüht. Jetzt einen Abschuss nach dem anderen. Ah, jetzt nochmal ein Wort für Abschuss. Das ist es. Ein Abschuss. Ein Abschuss. Er kriegt den Abschuss. Naja, zumindest hat Happy nochmal einen rausgepickt. Aber im Endeffekt trotzdem die 14. Runde für die Dänen. Also die spielen sich da immer weiter ran und wenn wir ehrlich sind, dann wird ihm wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel passieren. Zumindest zum momentanen Zeitpunkt der Question Mark ist absolut in der Hand. Sie sind on point, sie treffen. Ja, Moment, sie sind on point und treffen alles. Das ist irgendwie eine ähnliche Aussage. Die Calls sind on point. Die Calls sind on point, genau, das meine ich natürlich, nichts anderes. Sie haben halt die Kontrolle über die Map. Die oben die wichtigen Sachen. Jetzt kommt nochmal ein Offensivpush. Versuchen wahrscheinlich die Runde einfach so schnell wie es geht halt unter ihre Kontrolle zu bringen, was jetzt mäßig funktioniert hat. Ja. Aber Apex auf 2 und NBK und 37. Ja. Und da sind noch ein paar Nades und ein paar Incendiary Nades da. Von dem her
würde ich jetzt mal behaupten, Question Mark hat hier noch richtig gute Chancen. Dupree ist auch noch unterwegs auf lang, aber arge Probleme hier. Richtig eklig. Kommt aber noch weg. Also, es ist aber niemand auf A, um ihm zu helfen. Und dann wissen das die T's auch. Kommen rein und holen ihn ab. Der Frag für Envy. Aber jetzt ist Kerrigan natürlich schon reingekommen. Der wollte eigentlich Dupree noch helfen, aber jetzt ist Dupree tot. Also muss Kerrigan übernehmen. Cajun B mit dem Backstep. Und wir haben es 2 gegen 2. Tja, und auch die Runde schlittert irgendwie wieder so ein bisschen dahin. Kirishima und Kenny versuchen natürlich jetzt hier Möglichstes, aber es wird sehr schwer. Vor allem jetzt, wo der Spieler mit 100 HP down ist. Kenny ist nur noch 13, ein einziger Hit, der nicht irgendwie durch eine Wand geflogen kommt, und er ist sofort down. Tja, und der ist sowieso weit weg von der Bombe, also er muss jetzt wirklich Gas geben. Er müsste jetzt eigentlich rennen zur Bombe und wieder zurückrennen, damit es überhaupt noch angehen kann. Aber das wissen natürlich die Questionmark-Spieler auch, Kerrigan hält sich da schon sehr bedeckt. Kenny S. Der weiß es eigentlich auch, versucht einfach nur noch seine Waffe zu safen. Ich denke mal, sie wissen selber einfach, dass die Map halt wahrscheinlich futsch ist. Immerhin. Ja, der hat wenigstens noch gesessen. So, nochmal kurz Spray Pattern ausprobieren, ob alles passt. Weil man heimlich über Nacht wieder RNG angemacht hat, keiner. Wie gesagt, ich denke mal, Elias weiß es halt selber einfach auch. Aber passt bald, wahrscheinlich war am Anfang auch nicht unbedingt die beste Idee. Vielleicht war es so ein Decoy-Veto. So eine Art, lass mal Overpass picken lassen von denen. Und dann denken sie, dass sie, die sind voll kalt und das war jetzt gewinnen wir von Easy. Und dann machen die nächsten beiden Maps dicht. Ich glaube nicht, dass es auf dem Level wirklich so abläuft, aber in einem Scrim könnte man das vielleicht mal machen. So ist es wohl. Jetzt hat man hier zumindest mal einen First Frag bekommen, aber ja. Kerrigan interessiert es aber überhaupt nicht. Zwei Leute wieder rausgezogen, ohne Flash, einfach mal rumgegangen. Und die Bombe auch noch gesehen, also so alles praktisch. Das war der totale Jackpot. Diese goldene. Ja. Richtiger kleiner Goldbar da geflogen. Da kommt nochmal der Unterstützungsflash, jawohl. Jetzt habe ich sogar schon wirklich Unterstützung. Eine schöne Support-Flash. So viel Englisch muss dann trotzdem sein. Hör mal auf mit dem Deutsch hier. Ja. Die kommen ja schon ganz komisch vor. Kenny ist so happy, nochmal mit 2 Kills. Aber sie haben beide Low AP, 44 und 34. Da geht der erste down, Cajun B schlägt zu, hat er lange gewartet, Monster, und dann kommt die Player auch noch rum. Also damit kurzer Prozess gemacht, Map Nummer 1 geht dementsprechend also wirklich sehr, sehr, sehr solide an Question Mark. Tja, Dupree. Und Kerrigan. Und Kerrigan, die beiden. Der Rest war auch nicht übel, aber NBK war wieder da. Das auf jeden Fall, ja. Und ja. Der hat ein bisschen geschwächelt vorhin. Auf Inferno ging es dann, aber vor allem auf Train. So, jetzt schreibt hier Apex. Please no 8 minutes break. Genau. Es müssen eigentlich 10 Minuten sein. So ist es. Neuer Server. Kappa. Wer kennt's nicht? Also, zweite Map wird sein. Die ihr kennt.